2019, die Saison ist vorbei und es war eine erfolgreiche. Die New Yorker Lions haben erneut und damit in ihrer Geschichte den 12. Titel errungen. Hinter mir wird es gerade ein wenig wild. Es wird das obligatorische Mannschaftsfoto gedreht. Alles, was Rang und Namen hat im Verein, Cheerleader, Spieler, Helfer etc. etc., kommen auf dieses Foto. Einfach auch mal Danke zu sagen für diejenigen, die das hier wirklich tatsächlich möglich gemacht haben. Die ganze Feier steht natürlich im Sinne des großen Pokals, der errungen worden ist in Frankfurt über den Sieg gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Es wird ein riesengroßer Tag mit ganz, ganz viel Gefeier und ein bisschen Tränen. Wir haben ein paar Spieler, die ihr Karriereende angekündigt haben. Aber so ist das nun mal. Es geht weiter im Football. Euch wünsche ich viel Spaß dabei. Yo, Chris McClendon, welcome to your German Bowl celebration party. You got a lot of shiny things right there. Can you explain what you have in hands? Right here I have a MVP trophy and the first ever German Bowl MVP golden helmet. So, that's a shiny thing. What's more important, the MVP trophy or the trophy itself? Hands down, the German Bowl trophy. It's unexplainable feeling, like when that clock hit 0-0-0 and we won, man. That seeing everybody smile and the happy faces and, you know, just the emotions everywhere, it's like unexplainable feeling. You can't copy that feeling again, you know. You have to go back and do it again. How is your head during the game? It's fine. Head's completely fine. Nothing to worry about. What went through your head when you reached the first down and just slid? What was going up in your brain? Literally, as soon as I broke out of the line and I knew I had the first down, the first thing I thought about was just like, oh fuck! I froze for a second, didn't really know what to do. So the safest thing was just to fall down. So fell down. And then I was just looking for the closest person to go jump into and celebrate with, because I knew that it was over. We always considered you as a total package of a team player. Would you consider that for yourself, from the feedback of all your teammates? Yeah, and I'd say that's the same way for most of the guys on the team. Coach Tomlin brings in a certain type of player, and especially for this season, I felt like we didn't really have any individuals on the team, and myself included in that. Obviously for a quarterback and receivers and stuff especially, I'd like to point them out, because being a receiver on this team wasn't exactly the most fun at times. I mean, some games when we passed the ball like 5 times and they never complained. We're always still having fun. They sometimes had the biggest smiles on their faces after games. So that's, nobody really was all about themselves. So it was fun team. For you, it was pretty tough because you didn't play in the German Bowl itself. How tough was it for you not to be actively on the field? To be honest, and truthfully, it wasn't hard at all, because I knew the team we had and the personnel that we had. We wasn't down anything. My backup is Tissy, and he's a great player, or Robin. So those are great players, and they was prepared. So I wasn't worried at all. I was more sad about missing the game, but I knew we were prepared, so I wasn't worried about it. On a scale of 1 to 10, how much did the celebration after the game escalate? 50. What? That's a solid number right there. I didn't want to go too high, but it was wonderful, man. I never felt that experience before, so for it being my first time and with this team, it was a wonderful experience for sure. We want to do it again. We're going to do it again.
That, there you go. For you, it was your first ring overall, I heard. We talked about that during the season more than often. Oh, you stole that one from someone? I stole it from Benny. I said, let me just wear it for a little bit, man. Let me get used to wearing it. So, yeah, this is my first one, and it's definitely not going to be my last. So. Ja, ich bin vom Fernsehen. Lügenpresse. Aber so dolle Lüge ist das ja gar nicht, weil es ist ja wahr, dass ihr Champion geworden seid. Ja, das stimmt. Und das ist deine erste Championship-Ringkolonne, oder? Ja. Wie fühlt sich's an, komisch? Ja, ungewohnt. Muss man noch realisieren. Hast du vorher schon mal irgendwann deine Ringgröße so aus Spaß schon mal gemessen? So what if? Ja, ich wollte schon mal heiraten. Nee, wollte ich noch nicht, aber nein, nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich weiß auch gar nicht meine Ringgröße, deswegen muss ich jetzt noch mal schauen. Aber spannendes Gefühl, oder? Meister zu sein oder den Ring auszumessen? Sowohl als auch. Ja gut, das kann man ja für später nochmal gebrauchen, so Ringgröße ausmessen und Meister sein schon. Ja. So, wir müssen uns hier gerade mal so ein bisschen durchdrängen. Entschuldigung, das kaputte Trikot kannst du ruhig anlassen. Ist ja offensichtlich dein letztes Trikot, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, das ist mein letztes Trikot, was ich tragen werde, ja. Wie geht's dir? Super, super. Bis auf die Kleinigkeiten, die man so über die Saison bekommen hat, aber und super. Auch vom Gefühl her und vom Kopf her schon abgeschlossen mit dem Ganzen oder bist du noch mittendrin und bist noch Footballspieler? Ich verarbeite gerade, dass ich Deutscher Meister geworden bin. Das ist eine Woche her jetzt. Nein, das wird erst nächstes Jahr kommen, wenn dann die Jungs wieder zum Tryout gehen oder beziehungsweise die ersten Trainingseinheiten haben, dann wird man es vermissen. Jetzt gerade genieße ich eben halt die Offseason und ja, erstmal die Meisterschaftsfeier heute. Wie lange hast du gebraucht, um diesen Gedanken in dir reifen zu lassen? 2 Minuten. Im Ernst? Nein, das war, im Endeffekt ist das noch gar nicht richtig verarbeitet alles. Man ist trotzdem, dass man 6-maliger Meister geworden ist, immer noch nicht so weit, dass man das alles verarbeitet hat. Und ich bin auch noch nicht so 100%ig mit der Rente alles so vereinbart, also es kommt alles, aber es muss leider sein. Es ist eben halt körperlich jetzt am Limit bei mir und deswegen, es wird Zeit, es wird Zeit. Dann wünsche ich dir ganz besonders einen richtig schönen Tag. Dankeschön. Wahrscheinlich dann ja auch die letzte Meisterfeier für dich. Aber du bleibst uns ja erhalten, oder nicht? Auf jeden Fall. Also ich werde irgendwas mit der Organisation auch versuchen zu machen. Entweder werde ich da irgendwie was im sportlichen Bereich machen, dass ich einfach die Jungs weiter trainiere im Wasser. Das habe ich aber in der ganzen Season gemacht. Irgendwie werde ich schon mit der Organisation weiter zu tun haben. Ist halt doch Football is Family, ne? Football is Family und Stays Family. Ja. Sehr gut. Hallo Tobi. Oh, warte. Die andere Hand, da sind so Championship-T-Shirts. Da stehen ja Making History. Making History, das ist ja mehr oder weniger auch so das Titelthema deiner Football-Karriere gewesen, die ja jetzt ein jähes Ende gefunden hat, wie ja angekündigt. Hast du es schon verarbeitet? Ja, so ganz real ist es noch nicht. Also ich habe ja gerade so wirklich diesen Übergang von Football in Studium, was jetzt so wirklich in eins gegangen ist. Weiß nicht, ist noch komisch. Also es hört sich noch nicht ganz so an. Ich denke mal, das dauert noch, bis Vorbereitung vielleicht bei den anderen Jungs anfängt. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Lustig, das hat Patrick Finke auch gesagt, so in der Art und Weise. Jetzt ist ja erstmal alles so, wie es immer ist. Ne? Nach der Saison ist erstmal ein bisschen Ruhe und sonst was. Und ja, mal gucken. Es wird dann wahrscheinlich kommen, wenn es so bei den anderen wieder anfängt. Dann merkt man so, okay, jetzt ist nicht mehr, ne? Inwieweit bist du mit der Rekrutierung deines Nachfolgers beschäftigt oder involviert? Ich weiß noch gar nicht, was da passieren wird in die Richtung. Also mir wurde noch nichts
gesagt. Ich wurde auch noch nichts gefragt. Ich wurde gefragt wegen Coaching von anderen Leuten irgendwie aus ganz Deutschland gefühlt nach der Woche. Aber sonst noch nichts. Aber Jan spielt, glaube ich, noch weiter. Oh! Aha! Nagel den nicht so fest, dann ist er wieder auf Urlaub beim German Bowl. Ja. Also, bitte, bitte im nächsten Jahr, wenn du Urlaub buchst. Die ersten drei Oktoberwochenenden tabu. Man hat ihn beim German Bowl nicht gesehen, aber jetzt bei der Feier. Jan, wie doll hat das wehgetan? Das tat sehr doll weh. Hast du es denn wenigstens gesehen? Ja, wir saßen in unserem Camper vorm Starbucks. Hattet ihr genug Hamster, um den Camper einigermaßen mit Schrumpfut zu versorgen, oder habt ihr bei Starbucks abgezwackt? Diese Antwort ist nicht offiziell. Genau, es war noch genug Saft in der zweiten Batterie. Es hat gereicht, gerade so fürs Tablet. Das ist hervorragend. Jetzt bist du ja wieder gekommen, mitten in der Saison. Hast die Saison nicht ganz komplett zu Ende gespielt. Ist kein vernünftiges Ende für so eine Football-Karriere, oder? Ne, finde ich auch nicht. Das heißt, nächstes Jahr nochmal? Ja, mal gucken, wie es mit Arbeit läuft. Vielleicht gibt es ja auch andere Pläne, die es möglich machen, noch mehr im Team zu sein nächstes Jahr. Also ist das dieses Jahr sogar war. Also ist das tatsächlich auch dein großer Wunsch, nächstes Jahr nochmal mit den Jungs aufs Feld zu gehen? Ja, natürlich. Ich kann da nicht so enden. Also ich kann da nicht im letzten Spiel nicht dabei sein und dann aufhören, oder? Das würdest du doch auch nicht machen. Das ist schöne Trailerpark-Romantik, so in so einem Camper. Ach ja, das war's. Ja, genau. Das war... Ja, ne? Warum eigentlich nicht? So einen Camper kaufen und dann hier leben, ne? Wir zwei beide vielleicht? Ich würde zu dir ziehen. Kann ich mir überlegen, ne? Das wird schön. Das wird nur noch ein bisschen romantisch. Ne? Kuschelig und ein bisschen romantisch auch. Warum sehr viel Liebe. So eine Heizdecke bräuchten wir danach. Ne? Bist du wahnsinnig? Ich habe warme Füße bis nach dem Meppen. Die kannst du ja auch aus der Decke hängen lassen. Ja, machen wir so. Das ist eine gute Idee. Jakob, zum wievielten Mal jetzt Deutscher Meister? Zum fünften Mal. Das ist eine ganz schöne Menge. Ja, geht aber noch ein bisschen, ist auch ein bisschen ausbaufähig. Also das heißt, das war nicht deine letzte Saison? Nee, ich denke nicht. Was war dein Lieblingsmoment im German Bowl? Lieblingsmoment im German Bowl? Oh, letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsmoment im German Bowl war, als wir im Lockerroom waren und ich die Jungs so ein bisschen beobachtet habe, wie die sich verhalten haben, nachdem sie den ersten German Bowl gewonnen haben. Und das war so ein bisschen mein Lieblingsmoment vom German Bowl, die Jungs zu sehen, dass sie sich was sie sich verdient haben und wie sie sich freuen und so. Und das habe ich alles ganz aufgesaugt. Das klingt ja so ein bisschen nach Papa-Gefühl. Ja, auf jeden Fall, das sind meine Jungs und deswegen, ich freue mich ganz toll für die und ja, ist immer witzig mit denen, deswegen kann man schon sagen, dass ich ein kleines Papa-Gefühl für die habe. Würdest du dich, also ich meine, du bist ja ein harter Spieler auf dem Feld, aber abseits des Platzes, würdest du dich als lustigen Menschen bezeichnen? Nee, komplett als harter Hund, ich mache keine Scherze mit und so, bin kein Humor, bin immer sehr ernst bei der Sache und so, harter Hund. Dafür lieben und schätzen wir dich. Vielen Dank, Dankeschön. War die letzte Nacht so schlimm? Bist du jetzt eine Woche lang nicht mehr aus dem Feiern rausgekommen? Ja. Ich finde es wirklich wunderbar, mit dir Interviews führen zu dürfen. Mhm. Wir sprachen vor dem Spiel im Halbfinale. Das war so großartig. Und jetzt tatsächlich nochmal German Bowl Champion zu Hause geworden. Wie fühlt es sich an? Ja, das war schon... Das war nochmal eine Nummer mehr als sonst. Also das waren echt viele, viele Menschen da. Es war unglaublich laut. Und das Stadion war schon nochmal eine andere Hausnummer. Und dann da das Ding echt zu gewinnen, war... Ja, würde ich so nochmal machen. Mit dem Grinsen könntest du ja quasi den Joker spielen. Wann glaubst du, dass dieses Grinsen irgendwann aufhören wird? Das geht nicht mehr weg. Mich nimmt doch seit einer Woche keiner mehr ernst, weil ich so durch die Gegend laufe. Aber sagen wir seit einer Woche, das ist vollkommen in Ordnung. Was sagst du, wo war der Knackpunkt bei dem Spiel? Also für mich und auch... Ein paar von den anderen war es, dass es in der Halbzeit noch 0-0 stand, fanden wir jetzt gar nicht so schlecht, weil das war, ich meine, die Defense hat einfach performt und wir wussten, dass zweite Halbzeit ist halt unser Ding. Ne? Das hat immer schon die ganze Saison, war zweite Halbzeit, drittes, viertes Quarter, haben wir halt immer noch mal Gas gegeben und dann mussten halt die meisten Gegner dann da auch schon mal dann austappen. Und deswegen wusste ich, das ist eine solide Grundlage und dann, ja, McClendon das Ding da reingelaufen hat. Das war schon geil. Und auch, dass die ganzen langen Pässe, das war halt das, womit Hall normalerweise den Gegnern richtig wehtut. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil die Jungs da hinten alles weggefangen haben. Teilweise, ja, interceptet haben. Irgendwelche 60-Yards-Pässe einfach mal weggefangen.
Das hat denen, glaube ich, richtig wehgetan und ich fand das richtig lustig. Lustig wird mit Sicherheit der Tag heute auch. Genieß ihn. Offensichtlich das Siegergetränk schon dabei. Hast du deine Ringgröße schon gemessen? Habe ich schon abgegeben. Oder wusstest du die noch vom letzten Mal? Nee, ich habe da in dieses komische Ding gefasst. Bist fetter geworden. Ja, ich habe den Finger gewechselt. Irgendwann muss man das, ja. Vielen Dank. Imke Schwag. Thorsten Sell, hallo. Happy? Yes. Was war dein liebster Moment im German Bowl? Mein liebster Moment im German Bowl, oh, da gab es mehrere. Da waren ein paar richtig schöne Tackles von der Defense dabei. Aber natürlich dann der Moment schlechthin, als klar war, so jetzt kann es ihn keiner mehr nehmen. Und das war der Slide dann von Brandon Connett, ne? Das ist allerdings richtig. Ich habe den ganzen German Bowl ja am Fernseher verfolgt. Und mein Lieblingsmoment war, als du in Großaufnahme mit deinem Telefon in den Rängen warst. Ja, aber warte, die wichtigste Bewegung dabei war diese hier, ne? Gut, ich meine, das hast du ja Coach Tomlin nachgemacht, der braucht ja auch seine Lesebrille. Ich meine, er ist ja jetzt auch in die Jahre gekommen. Naja, ich bin ja altersmäßig nicht weit weg von ihm, also von daher. Ja gut, ihr werdet beide in den nächsten paar Jahren irgendwas mit 35 und... Ja, aber er hat ja jetzt nochmal so einen zweiten Wind an Jugendlichkeit gewonnen. Kannst du uns da irgendwie ein bisschen was zu erzählen? Also er hat das ganz cool gemacht mit seinem Tattoo. Das war echt so wirklich Tomlin-Style. So, nicht viel sagen, kurzen Spruch schmeißen, Job erledigt, fertig, akkurat. Bleibt er uns erhalten? Ich denke schon, das weiß ich aber nicht. Das musst du ihn selber fragen. Wir versuchen da dran zu bleiben. Das waren Imke Schwag und Thorsten Sell für Sie, für Lions TV. Goodbye. Macht's gut! Weiterhin gehen soll. Ihr habt Glück, ihr seht ihn nur am Wochenende. Ich sehe den jeden Tag. Chapeau, Herr Römer. Chapeau. Nee, dann will ich gar nicht weiterreden.